Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar EAFC24 ist am Start und ich habe was Nices heute vorbereitet. Vorab, jeden Tag kommt ein neues YouTube-Shorts hier auf dem Kanal, checkt das ab. Lasst ein Abo auf YouTube da und ein Follow auf Twitch und dann gehen wir rein. Leute, was geht? Das nächste Team of the Week steht an und Tabak hat eine Prediction rausgehauen. Wir reagieren einfach zusammen auf das Video. Ja, geben unsere Meinung dazu ab, ob die Prediction gut ist, welcher Spieler vielleicht safe kommen wird, welcher nicht. Aber den einen oder anderen Call werde ich auf jeden Fall haben. Ich würde sagen, wir reagieren aufs Video und ja, let's go. Lasst auf dem Video einen Daumen nach oben da. Für euch ist es eine kleine Sekunde Zeit. Und für mich ist es ein großartiger Support. Vielleicht schaffen wir heute bei dem Video für Krisch. Video ist uns verlinkt. Geht rüber. Lasst ein paar Likes da und schreibt ein paar nette Kommentare. Jordan, 10.000 Likes. Einfach mal anpeilen. Ich weiß, es ist sehr hoch, aber wer weiß, vielleicht packen wir es. Und ansonsten jeder Neues. Ja, Ronaldo mit seinem Doppelpack. Aber Talisca hat auch einen Doppelpack gemacht. Ne? Und letztes Jahr, wir wissen, zweimal ist Talisca relativ früh im Team of the Week gewesen. Ich glaube, eine 84er Karte, eine 87er, kann das sein. Deswegen, ja, aber... Wir schauen mal rein. Den Kanal abonnieren. Vergessen halt gefühlt auch manche, die das Video gucken. Ich würde sagen, ohne großartig war er zu plappern. Legen wir los. Kanal abonnieren auf YouTube auch gefühlt das Sinnloseste geworden, was es gibt. Der Algorithmus hat sich komplett geändert. Wenn du Video anschaust, ohne jemanden zu abonnieren, kriegst du automatisch wieder von dem die Videos vorgeschlagen. Ne? Deswegen abonnieren die Leute auch nicht. Die wissen es gar nicht, weil die ganze Zeit die Videos vorgeschlagen bekommen. Alle Karten von mir erstellt. Und wir fangen an mit Baumann. Die TSG gewinnt mit 2:0 in Berlin gegen Union Berlin. Und das war echt ein starkes Spiel von der TSG. Ich finde, die spielen echt eine bärenstarke Saison, also voll über deren Limits, was man eigentlich erwartet hat, so quasi. Und Baumann war der Mann. Safe, safe. Das letzte Spiel gegen Heidenheim, wo die 2:0 hinten lagen, haben die es auch irgendwie in den letzten 10, 15 Minuten gedreht. Und da hat es so stark geregnet. Das Spiel habe ich gesehen. Ja, Hoffenheim, ganz solide diese Saison, ne? Des Tages, Man of the Match, hat viele Paraden rausgeholt, hat jetzt keinen Elfmeter oder sowas gehalten, aber trotzdem war er da zu null. Ich denke, der wird im Team of the Week theoretisch sein, aber ein Mann wird vor ihm bevorzugt, sage ich mal 100%, und das ist Bulka. 1:0 gegen die AS Monaco gewonnen und das Krasse ist, er hat einfach zu Elfmeter gehalten und das habe ich lange nicht mehr gesehen. Also geisteskrank, das wusste ich gar nicht, ne? Das ist natürlich gute Konkurrenz, ne? Wahrscheinlich... Ja, würde ich eher zu Bulka tendieren dann. Wirklich, Monaco hat, glaube ich, das war sogar in einer Halbzeit, soweit ich weiß. Auf jeden Fall innerhalb von so 30, 40 Minuten hat er zwei Penaltys gehalten. Jetzt sind wir schon bei der Verteidigung. Und dort haben wir zuallererst Tarkowski von Everton, gewinnt 3:1 gegen Brentford. Und ich muss sagen, ich habe schon gar nicht mitbekommen, dass Tarkowski bei Everton spielt. Das war doch immer so ein Burnley-Spieler. Plötzlich ist er dort am Start, hat einmal getroffen, einmal vorbereitet und ist auf jeden Fall ein stabiles Ergebnis. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, da könnt ihr auch ein gutes Tempo-Upgrade bekommen. Aber vielleicht nicht so krass wie Hummels, aber mal gucken. Das ist dieses Jahr auch so geil gemacht, ne? Informs, die werden relativ schnell auch Weakfoot-Upgrades bekommen. Nicht in den ersten 1, 2, 3 WLs, Wochen, sorry, aber nach, ja, ich sag mal, nach ein paar Wochen wird es auf jeden Fall angepasst. Die passen das so dem Verlauf des Spiels einfach an, wenn die Meta sich weiterentwickelt. Dann wird auch mal ein Salah kommen, wenn der einen Inform bekommt, ne, mit 4 Weakwood. Stelle vor, Salah mit 4 Weakwood, das wäre geisteskrank, ne. Beispielsweise, wenn ein Spieler mit links 2 Tore macht, ne, als Rechtsfuß, kriegt er zum Beispiel ein Weakwood-Upgrade oder, ja, Hummels hat irgendwie plus 17 Tempo bekommen, das ist natürlich geisteskrank, das macht eine Karte auf einmal spielbar, ne. Und dann haben wir einen Italiano und das ist kein geringerer als unser Bello Italio Di Marco. Von Inter Mailand. Und Inter Mailand, AC Mailand ist am Rasieren. Napoli hat zum Beispiel unentschieden gespielt. Die haben 0-0 gegen Bologna ein Ding rausgehauen. Und Di Marco dagegen hat einmal getroffen. Sie gewinnen 1-0 gegen Empoli. Und sind ganz, ganz oben auf der Tabellenspitze. Oder an der Tabellenspitze. Und es wird dieses Jahr, glaube ich, ein Zweikampf zwischen AC und Inter. Vielleicht schaltet sich Napoli noch ein, aber gerade sieht es nicht so gut aus. Und als nächstes haben wir ein Spiel, den habe ich auch nicht. Und Inter hat einfach 5:1 gegen AC gewonnen, ne? Ist natürlich auch geisteskrank. Ich habe aus Thumbnail gehauen, weil ich mir wirklich unsicher bin, aber ich will ihn einmal erwähnt haben, es ist Virgil van Dijk. Er war Man of the Match beim 3:1 Sieg gegen West Ham United. Er hat ein Tor vorbereitet, er hat ein brutales Spiel gemacht, aber er hat... Van Dijk hat halt seine Nike-Karte bekommen, ne? Die hat zwar keine Stats-Upgrades, aber jetzt...
dann noch ein Team of the Week Upgrade raushauen. Ich weiß, die wollen das dieses Jahr machen. Ja, in derselben Woche eine Special-Karte bekommen kann und auch ein Inform, weil es einfach ja, leistungsbezogen sein soll. Aber ich glaube, die werden es nicht machen. Ja. Ich hab so ein Gefühl. Ein Tor kassiert quasi, also sein Team. Das heißt, wenn du nicht zu Null spielst, das Innenverteidiger ist nicht 100%, dass du erstens ins Team of the Week kommst. Zweitens, er ist in dieser Nike-Promo. Aber Leute, dieses Jahr Game-Changer-Änderung. Wenn du in einem Event drin bist, hat es keinen Bezug zu deinem Team of the Week, deinem möglichen. Die wollen damit quasi ausschließen, dass das Team of the Week geschwächt wird. Weil wenn es ein guter Spieler verdient hätte, reinzukommen, dann soll er auch kommen. Und deswegen könnte es sein, dass zum Beispiel für eine kurze Zeit Van Dijk am Mittwoch und Donnerstag genauso zeitgleich zu ziehen ist für seine Nike-Karte. Und er hätte dann wenigstens auch ein Upgrade. Und jetzt haben wir... Safe möglich, aber ich glaube nicht dran, ne? Ich glaube es irgendwie nicht. Einen Macher. 3-2 hat der FC Barcelona gewonnen. Gegen Celta Vigo. Und es klingelt, ich komme gleich. Er wird safe kommen, ne? Cancelo. Ein Tor, eine Vorlage. Geisteskrankes Spiel von ihm. Cancelo wird safe kommen. Cancelo hat nämlich, Leute, jetzt müsst ihr euch festhalten, mit seinem Team FC Barcelona innerhalb von 8 Minuten 3 Tore geschossen. Die lagen 2-0 hinten. Ich glaube, jeder, der einen Schein gemacht hat, der war schon vorbei. Und dann hat er zurückgeschlagen. Lewandowski ein Tor geschossen. Lewandowski noch ein Tor, glaube ich, geschossen. Ich glaube, das zweite war auch noch er. Und dann das dritte hat er selber gemacht. Dazu hat er eins vorbereitet. Was will man mehr, Leute, als in 8 Minuten ein Spiel zu drehen? Und da geht es um die Meisterschaft. Und Real Madrid hat gegen Atletico verloren. Da kommen wir gleich dazu. Deswegen heißes Eisen. Und ich sage ehrlich, den als Rechtsverteidiger würde ich auch schon fühlen. Wenn man den so zieht oder so, ist schon nice. In so einem Team of the Pick. Freunde, ja. Safe, ne? Cancelo nie das beste Tempo, aber immer spielbar eigentlich, ne? Joshko Guardiol, wir müssen kurz über ihn reden. Es ist in meinem Kopf, pass auf. Erstmal, viele werden fragen, wo ist Kyle Walker? Kyle Walker hatte wirklich kein krasses Matchrating, hat aber ein Tor vorbereitet, sie haben 2-0 gewonnen, gegen Nottingham Forest. Ich habe das Spiel auch geguckt, aber ich habe gerade vergessen, Nottingham Forest war das. Auf jeden Fall hat Phil Foden ein Tor geschossen, hat ein gutes Matchrating, könnte kommen mit einem Treffer, eigentlich unsicher als Flügelspieler, aber wie gesagt, kann passieren. Kyle Walker, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn EA den raushaut, dann ist es wirklich Gönnermin-Modus. Aber es gibt so viele gute, quasi Rechtsverteidiger-Positionen, die potenziell kommen könnten. Deswegen hat Guardiola, Leute, das zweitbeste Match-Rating nach Phil Foden. Und er hat einen Clean-Sheet gehabt, die haben eine rote Karte kassiert. Die mussten dann, glaube ich, noch 30, 40 Minuten zu 10 verteidigen. Und Guardiola war der zweitbeste Mann auf dem Spielfeld nach Foden. Und Clean Sheet. Und so, solche Spieler hat EA schon öfter mal reingehauen ins Team der Woche. Und stellt euch vor, mein Joshko kommt in Woche 2. Dann ist wirklich Feierabend. Na gut, und... Der wurde auch für mich geil wegen Linken mit Perisic, ne? Echt eine geile Karte. Zu guter Letzt bei der Verteidigung haben wir noch Hakimi, den Ashraf. Der hat ein Tor gemacht und 4-0 gegen Olympique Marseille gewonnen. Das ist quasi so in Frankreich das Duell der Giganten mäßig, so ungefähr. Aber das kleine Problem ist, dass Hakimi auch nicht so gutes Matchrating hat. Ich glaube, bei PSG kommt jemand anderes, ne? Bin ich mir fast sicher. Und sein Assist war auch nicht so ein richtiger Assist, sondern Kolo Muani. Man of the Match wurde. Ich habe euch die. Kolo Muani auch mit dem geisteskranken Sprint, ne? Was der da gemacht hat, sein Tempo ist wirklich unglaublich, ne? Karte auch erstellt, ihr seht es eingeblendet. Und er hat ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Ich glaube, Kolo Muani wird kommen, Leute. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Bester Spieler auf dem Platz bei dem 4-0-Sieg gegen Marseille. Also ein Team of the Week von Paris wird 100% kommen. Das ist nämlich so eine Logik von EA, weil es ist auch so ein krasses Spiel gewesen, von den Namen her. Das heißt, Inform garantiert, Hakimi oder Muani, gehe ich 90% Muani. Ich will euch nicht zu viel versprechen. Also, wir machen weiter beim Mittelfeld. Da haben wir erstmal Palacios. Erstmal Props an Bayer Leverkusen, aber auch an Heidenheim. Die haben gut gekämpft. Da stand es 1-1, glaube ich, in der 60. Minute oder so. Am Ende gewinnen sie 4-1. Boniface oder Boniface, ich glaube Boniface, hat 2 Tore gemacht. Einer davon war ein Elfmeter. Sonst auch super Chancen gehabt, Pfostentreffer und so. Aber es wird nicht reichen für ein Team of the Week. Der braucht dann auch ein bisschen noch einen Treffer mehr oder keinen Elfmeter. Und Palacios hat 2 Tore vorbereitet. Dann haben wir meinen Bruder N'Golo Kanté. Mit dem war ich immer Fahrrad fahren. Daher hat er seine Ausdauer her. Ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Macher ist es. Mit N'Golo Kanté machst du keinen Spaß im Mittelfeld. Der könnte ein gutes Tempo-Upgrade bekommen, theoretisch. Und Guimarães. Kanté auch geisteskrank linkbar dann für die Saudi-Teams, ne? Ein Treffer gemacht, einmal assistiert.
Und jetzt kurz festhalten. Und 8-0 gegen Sheffield United. Bei Newcastle ist so ein Ding, ne? Bei dem 18-0. Jeder hat einmal getroffen. Da könnte auch gefühlt jeder kommen. Ne? Also bei Newcastle, yay, wird da irgendwas machen. Irgendein Spieler wird kommen. Und wieso dann Guimarães mit einem Treffer an der Vorlage, weil er der Man of the Match war, der beste Mann auf dem Platz. Und da gab es natürlich Kandidaten wie ein Trippier, der auch sehr gut gespielt hat, aber Guimarães ist mein Mann to go. Und seine Stats, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, die sehen ultimativ aus. Und jetzt haben wir das Derby. Mein Gott, Luka Modric ausgewechselt in der Halbzeit. Das bricht mich ein bisschen, 38 Jahre jung. Er ist nicht mehr der Fitteste, es ist einfach so. Aber trotzdem hat er noch Möglichkeit, auf einem sehr, sehr hohen Level zu spielen. Deswegen seid nicht so fies zu Luka Modric, bitte. Der hat schon so viel gemacht für Real. Bitte, lieber Fans, das ist schwierig. Und Saul Ninguez, seht ihr eingeblendet, mit 2 Assists, kein Treffer, aber 3-1 gewonnen gegen Real. Ich fand gefühlt jedes Tor von Real Madrid, von Atletico, war so ein Copy-Paste-Tor mäßig. Ja, Alaba war auch bodenlos irgendwie, keine Ahnung, was der da verteidigt hat. Gefühlt alle Tore verschuldet, ne? Einfach Flanke, Kopfball, müde und Tor. Ich weiß gar nicht, wie früh ich immer aufstehen muss für diese Videos. Eieiei. Und in der Eredivisie gab es einen Fährmann, der gegen Almere City FC beim 4-0-Sieg einen Treffer gemacht hat. Der könnte in Team of the Week kommen. Es gibt, by the way, noch ein anderes Spiel. Da hat Ajax einfach mal 3-0 auf die Mütze bekommen. Das Spiel wurde abgebrochen, weil die Fans so Pyros geschmissen haben. Deswegen wird es da wahrscheinlich kein Team of the Week geben, aber hätte auch einer verdient. Nichtsdestotrotz, in der Premier League haben wir Mitoma. Und Mitoma ist super gut. Brighton, Hilfe. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Seit letztem Jahr hat man die natürlich jetzt auf dem Schirm. Man bekommt alles mit. Und jetzt verfolge ich die auch richtig. Und dieser Ferguson, 18 Jahre im Sturm, schießt alles komplett dumm und dämlich. Und dieser Mitoma hat jetzt 2 Tore geschossen. 3-1 gegen Bournemouth gewonnen. Sie lagen 1-0 hinten. Das habe ich auch so ein bisschen gesehen. Und haben einfach ein Comeback gefeiert. Und die gewinnen wirklich von Spiel zu Spiel. Sind dritter Platz in der Tabelle. So, und von den Mittelfeldspielern geht es rüber zum Sturm. Und da machen wir weiter mit meinem Cousin. Meinen Kumpel, Gabriel Vidovic. Jungs und Mädels. Gabriel und ich, wir sind so. Der hat ja bei Bayern vor kurzem noch gespielt. Ist jetzt ausgeliehen oder verkauft? Er ist verkauft worden. Soweit? Nee. Er ist ausgeliehen worden mit einer Ausstiegsklausel. Also quasi mit einem Fixum, was sie ihn kaufen können. Und Bayern hat aber eine Rückkaufoption trotzdem, die halt dann noch ein bisschen teurer ist. Und das ist geil, weil ich habe von Anfang an gesagt, wo Gabriel, da stand irgendwie in den Medien so, Gabriel zu Dinamo Zagreb, aber das war noch so 2 Minuten, 1 Monat davor oder so, bevor er gewechselt ist. Ich habe gesagt, Gabriel, Mann, ich glaube, Dinamo wäre so richtig geil. Und jetzt ist er wirklich zu Dinamo gewechselt, ein paar Wochen später. Und er... performt komplett. Das ist genau das, was quasi ihn in die Karten spielt. Er spielt jedes Spiel von Anfang an auf dem linken Flügel. Er spielt jetzt Conference League. Am Wochenende gegen Rudisch hat er 2 Tore vorbereitet jetzt. War mit der beste Spieler auf dem Spielfeld. Drmic, kann man noch erwähnen, hat, glaube ich, 2 Tore geschossen. Aber er muss kommen. Er muss kommen. Das wäre so cool. Vidovic mit 2 Vorlagen. Krasses Matchrating. Aber das ist auch noch ein bisschen geträumt. Weil ich glaube, da fehlt noch ein Treffer vielleicht. Aber wer weiß, vielleicht könnt ihr eh. Demirovic hat für die Augsburger ein bisschen rasiert. 2-1 gewonnen gegen Mainz. Und ich meine, die lagen auch 1-0 hinten. Hat Mainz ganz früh einen Treffer gemacht und er hat beide Buden geschossen. Demirovic auf jeden Fall GG. Williams von Bilbao. Da ging es auch 2-0 aus. Die haben gegen Deportivo Alaves gespielt. Und schaut euch mal bitte ganz kurz das Tempo an, die Karte an. Ich glaube, wenn man das so zusammenfassend so sieht, dann wird einem ein bisschen mulmig im Bauch, wenn man weiß, auf dem rechten Flügel kommt so ein Spieler an. Also das ist wirklich ganz schwierig. Und jetzt hatten wir ein Knallerspiel. Tottenham gegen Arsenal. Erstmal hat Arsenal 1-0 geführt. Dann kommt Heung-min Son. Ihr seht ihn eingeblendet. Er hat 2 Tore gemacht. Er hat erstmal das eine Tor. Son wird zu 100% kommen, ne? Son, Salah, Talisca, das sind so die immer ihre ersten Team of the Weeks bekommen. Keine Ahnung. EA liebt die Spiele einfach, ne? Aber Son auch verdient, ne? Safe, also er wird safe kommen. Tor geschossen dann. Madison Square Garden hat ein POTM bekommen und er bereitet Tore vor wie kein anderer. Hat einen geilen Assist gegeben, stand es 1-1. Dann bekommt Arsenal so einen Elfmeter, weil Romero mit der Hand hingeht, glaube ich, bei der Ecke, genau. Und dann haben sie das 2-1 kassiert. Saka schön verwandelt und wirklich 1 Minute nach diesem Elfmeter macht Arsenal noch das 2-2 und Son ist da
Es ist ein Derby, ein London Derby. Und ich denke, da muss auch ein Team of the Week geben. Und Heung-min Son, du hast letztes Jahr Team of the Week 1 bekommen, dieses Jahr hoffentlich Team of the Week 2. Würdet ihr fühlen, Chat? Ich glaube schon. Wisst ihr, was sehr, sehr eigenartig ist? Man redet über Son Team of the Week, jetzt redet man über Harry Kane und spielt nicht in einer Mannschaft. Man war es aber gefühlt zu 7, 8 Jahre gewohnt oder so. Harry Kane für den FC. Kane mit irgendwie 5 Assists, ne? Hattrick und 2 Assists, das ist geisteskrank. Kane wird auch safe kommen mit Lengthy. Auf jeden Fall spielbar jetzt, ne? Hummels in Form in der Abwehr, Adeyemi noch dazu. Was weiß ich, linker Verteidiger Davis. Da kann man sich schon ein geiles Bundesliga-Team bauen. Bayern München, was hat er gemacht? Harry Kane hat einen Rekord aufgestellt, von Mandzukic eingestellt, von vergessen und vergessen. Da waren noch 2 Spieler. Ich habe es wirklich vergessen. Auf jeden Fall. 3 Tore hat er geschossen. 2 Tore hat er vorbereitet. 5 Scorer gegen Bochum. Das ist eine dicke Packung, würde ich sagen. Er wird vielleicht gar nicht mal eine Torschützenkönig in der Bundesliga, wenn die anderen so weiter performen. Aber eigentlich, ich würde sagen, zu 90% schon. Weil mit Bayern bist du leichter Torschützenkönig. Ja, der wird seine 20, 30 Buden machen. Aber Gerassi und Boniface, die haben auch schon Potenzial. Ne? Gerassi mit 10 Tore bisher, ist schon eine Macht. Wenn der so weitermacht, wird er VfB-Meister. Als mit VfB Stuttgart. Auch wenn Gerassi komplett rasiert. Oder Boniface. Aber wie viel Assist der auch macht, das ist richtig unterschätzt. Oder wie viel Anteil er auch am Spiel hat. Wie viel stärker er einen Leroy Sané und so gemacht hat. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Das ist Wahnsinn. Und Kane ist einfach ein Baba-Transfer. Ein Team of the Week, der es auf jeden Fall verdient hat zu kommen. Und mehr kann ich nicht sagen. Außer, doch, eine Sache fällt mir ein. Wer ist der beste Spieler der Welt bei Bayern? Zukünftig? Matthijs Tell. Guck mal, Freunde, das ist eine One-of-One von Tell. Die gibt es nur einmal auf der Welt. Und Tell ist so am Performen. Ich sag's, wie es ist. Verliebt. Ja, Shashi. Dann würde ich sagen, springen wir zu Cristiano Ronaldo. Wir gehen als Eingemachte. Einfach trocken rein. So, jetzt müssen wir reden. Ronaldo wird nichts kommen. Ich bin mir zu 100% sicher, weil Talisca letztes Jahr auch relativ früh im Team of the Week war. Er hat, glaube ich, 2 bekommen. Einmal 84, dann 87er. Da hat zwar Ronaldo noch in Menu gespielt, als es dann gewechselt ist und einen Hattrick gemacht hat. Hat EA auch erstmal nicht gekannt, ne? Erst bei seinem zweiten Hattrick hat er einen Inform bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Ronaldo kommt nicht. Es wird Talisca kommen. Bin ich mir fast sicher. Wenn Talisca sogar eine 83er-Karte bekommt, nur ein plus 2, könnte ich den echt gut gebrauchen, ne? Dann würde ich den in eine Evolution packen. Wenn er wirklich die 84 bekommt, dann geht's leider nicht mit der Evolution. Es wäre krank mit 5 Sterne Weakwood. EA gibt Pace-Upgrades auch bei einem Plus 1, die unmoralisch sind, oder bei einem Plus 2. Cristiano Ronaldo hatte ein brutal geiles Spiel. Es gibt nicht viele Stürmer, außer Harry Kane. Nennt mir sonst ein paar, die krass gespielt haben. Gibt es nicht viele. Son zum Beispiel hat auch nur unentschieden gespielt, 2-2. Da gibt es ein paar so quasi so Bronze-Silber-Kandidaten, die 3 Tore geschossen haben. Und das Spiel war noch ein wichtiges Spiel, ne? Al-Nassr gegen Al-Ahli. Ne? 2 wirklich Top-Mannschaften in der Saudi-League. Deswegen, ja, einer von beiden wird auf jeden Fall kommen. 1, 2, 3 Stück. Und sonst gibt es einfach keine krassen Stürmer, die alles rasiert haben. Kolomoani wird wahrscheinlich kommen mit 1 Tor, einer Vorlage sogar. Cristiano, 2 Tore geschossen. Leute, ich will euch nicht zu viel Hype geben und am Ende kommt er nicht. Aber ich glaube, er wird im Team of the Week sein, weil EA gönnen wird. Talisca wäre Option 2, aber EA Sports, die wissen ganz genau, Team of the Week is back in the building. Die wissen ganz genau, Pace Upgrade, wir machen Ronaldo wieder stark. Und die wissen ganz genau, was dann zum Release für Packs verkauft werden. Digga, ich bin ein bisschen hyped, Chat. Ich bin ein bisschen hyped. Und jeder, der von euch keinen Daumen da lässt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wir müssen supporten. Daumen da lassen. Ronaldo, alle wirklich die Genki Dama aktivieren. Jeder, der den ziehen will, muss ihn halt auch ein Abo da lassen. Und wir werden ihn dann ziehen. In der Weekend League im Team of the Week Pack. Es gibt zwar nicht mal die Player Picks, aber es gibt Team of the Week Pack. Mashallah, inshallah. Ja, aber zuletzt muss ich nicht viel sagen. Sieht Weltklasse aus. Willkommen zu den Einwechselspielern oder Auswechselspielern. Besser so rum. Und wir haben erstmal Simon mit 2 Toren an der Vorlage. Dann haben wir Woodtaker mit 3 Toren. Wir haben Neres. Benfica hat auch stark gespielt. Musa hat auch unter anderem getroffen, aber Neres 1 Tor an der Vorlage. Man of the Match. Und wir haben noch Hartl. Neres sieht auch immer stoned aus, ne? Ein Treffer, einer Vorlage gegen Broskis Team, die Schalker. Die haben sie mit 3-1 ins Loch gestoßen. Und ich würde sagen, Freunde, das war's mit der Team of the Week 2 Prediction. Wenn es euch. In diesem Sinne, ja, geile Prediction, ne? Geiles Video. Ich feiere das Format extrem, ne? Leider ein bisschen unter den ganzen Leakern, ne, auf Twitter, weil die, ja, die ein oder anderen Karten immer schon früher bekannt geben und die meistens auch kommen. Aber geiles Video. In diesem Sinne, das war's mit der Reaction. Wir sehen uns. Peace.